Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Auffrischungsimpfungen. Die STIKO habe die Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung für eine Drittimpfung auszugeben, sagte der Kassenärztchef Andreas Gassen. Es gehe darum, diejenigen zuerst durch eine dritte Dosis zu schützen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach forderte entsprechende Vorgaben.